Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Time Travel, der zweiten, zweiten Folge, meinerseits. Das tut mir leid, dass in letzter Zeit keine Videos mehr kamen. Ich hatte, also sagen wir mal so, dieses Haus beispielsweise hier hatte ich in den letzten zwei versuchten Folgen gebaut. Ich bin übelst sauer, dass es nicht mehr so gut geklappt hat. Im ersten Versuch habe ich zuerst eine ganze Menge Gold geholt. Da war es übelst dunkel. Ich konnte da nichts mehr machen dran an der Helligkeit. In dem zweiten hatten wir eben ein bisschen Sachen gefarmt und noch dazu das Haus hier komplett aufgebaut. Oder auch nichts. Okay. Als erstes würde ich zuerst diese Teile hier hinkleistern. Also den Controller hier zum Beispiel oder was auch immer das sein soll. Dann das hier. Dann werden wir noch mal wissen, hier schon mal rum. Ihr fragt euch bestimmt auch schon, was mit Minecraft Ragnarök los ist. Das hat einen einfachen Grund. Minecraft Ragnarök ist nicht tot oder sowas. Ich werde es natürlich noch weitermachen. Handelte jetzt nur sozusagen um eine kleine Pause, weil eine Freundin, die ja da mitspielt, im Urlaub war und überhaupt nicht da war. Deswegen konnte ich da auch nichts, weil ich wollte auch ohne sie jetzt die Story nicht weiterführen, weil sie jetzt sozusagen ein Wunsch, also Bestandteil dieser Story ist. Und ja, wäre ein bisschen scheiße gewesen, wenn ich einfach weitergemacht hätte, ne? Jetzt könnten jetzt natürlich auch wieder Leute sagen, ja, mach einfach trotzdem. Nee, hey, ich bin so ein, sagen wir jetzt mal, nicht so ein Penner, der, sich ein Stück auf, egal, ist jetzt auch egal, ich bin nicht so einer jedenfalls. Na gut. Gold? Gold habe ich. Wunderbar. Super. Moin Edgar, was geht's? Komm nie, ich nenne dich anders. Du bist jetzt mein Hausschwein, nicht wahr? Aber du bleibst bei mir. Wie kann man dich nennen? Ah, Voldemort! Du bist ein Arschloch. Okay, wahrscheinlich könnt ihr diesen Witz nicht verstehen. Lord Voldemort ist ja ein Typ aus Harry Potter und ist böse. Gut zusammengefasst, nicht wahr? Nö. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja gut. Komm her, Zombie. Ja komm, ja moin. Ja, moin, Bruder. Du willst also sterben? Jawohl, Quest complete. Eins. Oh, scheiße. Eine Frisse. Zack. Und somit habe ich wieder ein Gold. Ein Dia-Block. Den verwende ich auch instant zu Diamanten. Irre. Da ist mein Futter. Will ich ganz schnell noch hier noch das Ingots reinmachen. Die Ingots. So, jetzt müsste ich nur noch irgendwie gucken. Hier haben wir noch den Dia-Block. Ich muss wieder eine ganze Menge Eisen farmen gehen. Och man. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. So, Leute. Oh, hi, Spider. Jetzt war ich jetzt noch eine ganze Menge Eisen farmen. Ich bin auch ehrlich, ich bin froh, dass ich überlebt habe. Hier ist auch noch eine fette Höhle, aber da will ich jetzt überhaupt nicht runter, weil da weiß ich, dass übelst viele Monster sind. In der ersten Versuchsaufnahme war es zwar ultimativ dunkel, aber es war so eine übelste Monsterherde. Echt nicht lustig. Ach, wirklich? Wo ich denn hin? Die Axt dabei? Die Axt habe ich dabei. Geht das überhaupt mit der Axt? Ja, geht mit der Axt. Aber wieso hin?
Jawohl, jetzt können wir auch. Ach, jetzt können wir endlich den Bombshell machen. Upp. Nee. Das? Nö. Wir sind einfach mal mit einem fucking Stick, Alter. Jetzt reicht's. So. Alter. So, Abmarsch. Ne, funktioniert auch wieder mal nicht. Was mache ich falsch? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare, weil ich muss jetzt, werde jetzt aufhören. Wenn euch was gefallen hat, dann lasst doch mal einen fetten Daumen hoch da, seid Abonnent meines Kanals und schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie ich diese Mod jetzt irgendwie verwenden soll. Wenn ich jetzt nicht langsam mal hinkriege, werde ich mich dann doch an Botania versuchen. Aber wenn euch das gefallen hat, dann lasst mal einen fetten Daumen hoch da, seid Abonnent meines Kanals und ja, wie gesagt, schaut auf meinen Discord-Server vorbei und haut rein und ciao, Leute!